Kapitel 6. Das Alters- und Pflegeheim Sonnengarten war ein sechsstöckiges Gebäude am Waldrand, nicht allzu weit entfernt von der Villa Rhododendron und vom Grand Hotel de Alpe, in dessen Bar Konrad Lang so manchen Negroni getrunken hatte, das ideale Nachmittagsgetränk. Jetzt saß er im Gemeinschaftsraum des obersten Stockwerks und begriff nicht, was er hier verloren hatte. Das oberste Stockwerk war die geschlossene Abteilung des Heimes, in dem die sehr fortgeschrittenen Fälle untergebracht waren. Oder die, die wegliefen. Konrad Lang war kein sehr fortgeschrittener Fall und die Ärzte hätten ihn lieber in einer anderen Abteilung gesehen, wo die Chancen, Ansprechpartner zu finden, besser waren. Aber erstens war in der geschlossenen ein Einzelzimmer frei geworden, zweitens war bei Konrad Lang die Weglaufgefahr erwiesenermaßen groß, und drittens war es aufgrund des rapiden Verlaufs der Krankheit bei ihm nur noch eine Frage von Monaten, bis er ohnehin in die geschlossene überwiesen werden müsste. Doch im Moment wirkte Konrad Lang in seiner neuen Umgebung eher wie ein Besucher als wie ein Patient. Als Rosemarie Konrad ins Heim gebracht und ihm geholfen hatte, seine Habseligkeiten in sein Zimmer mit dem Spitalbett zu bringen, hatte sie ihre Tränen nicht zurückhalten können. Er hatte sie in die Arme genommen und getröstet. Nicht traurig sein, es ist ja nicht für ewig. Rosemarie litt unter ihrem schlechten Gewissen. Wenn sie nach einer schlaflosen Nacht, in der sie sich immer wieder vorgenommen hatte, ihn dort herauszuholen, am Morgen in den sechsten Stock kam, benahm er sich wie ein guter Freund, der vom Hotel abgeholt wurde. Sie machten lange Spaziergänge in den Herbstwäldern der Umgebung und tranken manchmal etwas in der Bar des Grand Hotel de Alpe, wo er Charlotte, die Nachmittagsbarfrau, mal mit Namen begrüßte, mal völlig ignorierte. Wenn sie ihn dann doch wieder in den Sonnengarten zurückbrachte und ihn im Stich zu lassen, inmitten von hilflosen, desorientierten, pflegebedürftigen Greisinnen und Greisen, dann war er es, der sie aufmunterte und sagte, »Du musst jetzt gehen, sonst kommst du mir noch zu spät.« Er brachte sie zum Lift, der nur mit dem Schlüssel der Stationsschwester gerufen und geöffnet werden konnte, und verabschiedete sich wie jemand, der auf Verständnis dafür hoffte, dass ihn lästige Verpflichtungen daran hindern, sie persönlich nach Hause zu begleiten. In der ersten Zeit versuchte sie, die Situation für ihn dadurch erträglicher zu machen, dass sie in ihre Wohnung fuhren, um dort gemeinsam den Tag zu verbringen. Aber es stellte sich schnell heraus, dass ihm die Wohnung fremd war. Eine große Unruhe überkam ihn jedes Mal, wenn sie dort waren. Immer wieder trieb es ihn aus dem Fauteuil, in den sie ihn gesetzt hatte, während sie das Mittagessen zubereitete. Dann fand sie ihn in Mantel und Hut im Korridor, wie er an der verschlossenen Wohnungstür rüttelte. Diese Tage waren anstrengend für Rosemarie. Manchmal hörte sie ihn im Nebenzimmer sprechen. Und wenn sie nachschaute, merkte sie, dass er sich mit ihr unterhielt. Wenn sie sich dann zu ihm setzte, um die Unterhaltung fortzuführen, schweiften seine Gedanken ab und sein Gesicht bekam einen abwesenden Ausdruck. Dann konnte er plötzlich aufstehen mit den Worten, »So, es wird höchste Zeit!« Den ganzen Tag war er auf dem Sprung. Doch wenn es Zeit wurde zu gehen, konnte er sie fassungslos anschauen und sagen, »Ich möchte nicht mehr ausgehen.« Am Abend eines solchen Tages, als sie ihn endlich aus der Wohnung gelockt hatte und sich die Lifttür im sechsten Stock des Sonnengartens auftrat, in den Gemeinschaftsraum und alle Blicke sich erwartungsvoll auf sie richteten, weigerte er sich, den Lift zu verlassen. Es brauchte alle ihre Überredungskünste und die Mithilfe eines kräftigen Pflegers, um ihn in sein Zimmer zu bringen. Als sie ihn später verließ, hatte er Tränen in den Augen. Die Stationsschwester sagte am nächsten Tag zu ihr, es sei besser, wenn sie ihn nicht mehr mit nach Hause nehmen würde. Es verwirre ihn. Es falle ihm dann jedes Mal so schwer, sich hier zurechtzufinden. Er müsse langsam merken, dass er hier zu Hause sei. So wurde die geschlossene Abteilung des Alters- und Pflegeheims Sonnengarten Konrad Langs neues Zuhause. Frau Spörri, eine adrette kleine Frau mit blauen Haaren, früher Produktionsdirektrice
In einer Kleiderfabrik trug immer ein Jackettkleid, ein kleines Hütchen und weiße Handschuhe. Immer hatte sie ihre Handtasche dabei und manchmal, man wusste nicht nach welchen Kriterien, einen Schirm. Sie saß im Sofa oder auf einem Stuhl in aufrechter Haltung, ihre Handtasche auf den Knien und wartete mit verträumtem, geduldigem Lächeln darauf, dass man sie abholte. Herr Stohler, ein großer gebeugter Mann in einer weiten Hausjacke, früher Auslandskorrespondent einer großen Zeitung, pflegte reglos am Tisch zu sitzen, unvermittelt aufzustehen und auf einen anderen Bewohner zuzugehen und in einem Kauderwelsch aus Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Kiswahili auf ihn einzureden. Frau Ketterer, eine schwere, grobschlächtige frühere Haushaltslehrerin, saß breitbeinig auf ihrem Platz und wartete auf eine Gelegenheit, Frau Spörri zuzurufen. Haben Sie gesehen, wie die wieder blöd gegafft hat? Oder sehen Sie die im Nachthemd im Restaurant? Frau Schwab, Hausfrau und Mutter, Großmutter und Urgroßmutter mit schütterem Haar und spitzem Kinn, die schon lange auf ihr Gebiss verzichtete, trug immer einen hellblauen, rosaroten, gelben oder lindgrünen gesteppten Schlafrock, je nachdem, welcher nicht in der Wäsche war. Sie plapperte unentwegt mit hoher Kinderstimme in Babysprache auf eine nackte Puppe ein. Herr Kern, ein ehemaliger Zugführer, dem man nicht ansah, warum man ihn hierher gebracht hatte, sorgte für Ruhe und Ordnung im Gemeinschaftsraum. Haltet doch eure blöden Mäuler, herrschte er in regelmäßigen Abständen Frau Schwab und ihre Puppe an. Red doch Deutsch, befahl er Herr Stohler, wenn er wieder mal einen Redeschwall auf jemanden herunterprasseln ließ. Herr Eppli, gewesener Archivar der Stadtverwaltung, immer in einem abenteuerlichen Aufzug aus Kleidungsstücken anderer Heimbewohner, ging von Zimmer zu Zimmer und machte Bestandsaufnahmen und Schrankkontrolle. Herr Huber, einst Griechisch- und Lateinlehrer am städtischen Gymnasium, lag mit offenem Mund in seinem Rollstuhl und starrte an die Decke. Herr Klein, früherer Kunstsammler und Architekt vieler trostloser Vorortsiedlungen, plagte neben seiner Demenz das Parkinson-Syndrom mit heftigem Zittern, was ihm völlig auf fremde Hilfe angewiesen machte. Insgesamt bewohnten 34 Frauen und Männer in verschiedenen fortgeschrittenen Stadien der Demenz den 6. Stock des Sonnengartens. Sie saßen allein oder in Gesellschaft ihrer ratlosen Angehörigen oder gingen ruhelos die Gänge auf und ab und grüßten sich jedes Mal wie Fremde, wenn sich ihre Wege kreuzten. Medizinisch und therapeutisch betreut wurden sie von Fachleuten aus der Schweiz, gepflegt, gewaschen, gefüttert und gekleidet, von Schwestern und Pflegern aus Osteuropa, dem Balkan oder Asien. Konrad Lang schien nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass er sich in einem Heim befand. Er hielt höfliche Distanz zu den Mitbewohnern und dem Pflegepersonal und nahm seine Mahlzeiten an einem separaten Tischchen ein, eine der alten Zeitschriften neben sich, die wohlmeinenden Besucher im Gemeinschaftsraum zurückgelassen hatten. Er benahm sich wie ein besserer Herr in einer etwas heruntergekommenen Pension. Rosemarie hoffte, er fühlte sich auch so. Die einzige Kritik, die sie manchmal von ihm zu hören bekam, war: Hier stinkt's. Damit hatte er alles andere als Unrecht. Der eiserne Staketenzaun zum unteren Nachbargrundstück wurde durch einen zeitgemäßen Sicherheitszaun ersetzt. Und wo sie schon dabei waren, ließ Urs Koch die ganze Grundstücksgrenze sanieren. Die elektronischen Überwachungsanlagen wurden vervollständigt und auf den neuesten Stand gebracht. Die Verträge mit dem Sicherheitsdienst, um ein paar zusätzliche Dienstleistungen erweitert. Das und die Gewissheit, dass sich Konrad Lang in der geschlossenen Abteilung im 6. Stock eines Heims befand, aus dem man normalerweise nicht mehr lebend herauskam, hätte Elvira Senn eigentlich genügen müssen, um sich vor weiteren Heimsuchungen aus der Vergangenheit sicher zu fühlen.
Aber sie ertappte sich immer wieder dabei, dass sie an Konrad dachte. Dr. Stäublis Worte, dass Menschen mit Altersdemenz manchmal tief in ihrem Altersgedächtnis versenken und plötzlich in greifbarer Nähe zu ihren frühen Kindheitserinnerungen gerieten, gingen ihnen nicht aus dem Sinn. Sie sagte sich zwar, dass niemand auf das Geschwätz eines geistig Verwirrten achten würde, aber eine echte Beruhigung war ihr das nicht. Es machte sie nervös, dass Konrad ausgerechnet jetzt, wo er außer Kontrolle zu geraten schien, ihrem Einfluss entzogen war. Sie war eine Frau, die es gewohnt war, nichts dem Zufall zu überlassen. Darum lud sie die stumm an ihre Ehe mit Urs leidende Simone in Stöckli zum Tee und brachte das Gespräch auf den alten Mann, was sich als nicht sehr schwierig herausstellte. »Was wohl Koni macht?« sagte sie gedankenverloren. Simone war überrascht. »Konrad Lang?« »Ja.« Wie er so da hockte wie ein Erdmännchen, er konnte einem direkt leid tun. Mir tat er sehr leid. Eine schreckliche Krankheit. Simone schwieg. Dabei hat alles so gut für ihn ausgesehen. Eine Frau mit Geld, die Aussicht, für den Rest seines Lebens das zu tun, was er am liebsten tut, rein gar nichts. Und jetzt im Heim. Erst im Heim? Irgendwo hört die Liebe auf. Die Frau ist noch jung. Das finde ich sehr egoistisch. Es ist nicht jedermanns Sache, einen dementen Mann zu pflegen. Aber ihn ins Heim abzuschieben ist schäbig. Vielleicht geht es ihm dort gut, unter seinesgleichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Elvira seufzte. Ich eigentlich auch nicht. Sie schenkte Tee nach. Vielleicht könntest du ihn einmal besuchen. Ich? Sehen, wie es ihm geht. Ob er alles hat, was er braucht. Ob man etwas für ihn tun kann. Es würde mich beruhigen. Simone zögerte. Ich gehe nicht gern in Krankenhäuser. Es ist kein Krankenhaus. Es ist ein Altersheim. Das ist nicht schlimm. Warum gehst du nicht? Das ist unmöglich. Oder wenigstens zusammen. Vielleicht hast du recht. Vergessen wir die Sache. Vergessen wir Konrad. Simones erster Eindruck war der durchdringende Geruch im Lift, der Überhand nahm, als sich die Tür zum 6. Stock öffnete. Als sie aus dem Lift trat, wurde es still im Aufenthaltsraum. Jede Bewegung erstarrte. Bis auf Herr Kleins Saison. Sie schaute sich um und entdeckte an einem Tischchen am Fenster Konrad Lang, der vor sich hinstierte. Sie ging zu seinem Tisch. »Guten Tag, Herr Lang!« Konrad Lang blickte erstaunt auf. Dann erhob er sich, streckte Simone die Hand entgegen und sagte, »Kennen wir uns nicht aus Biarritz?« Simone lachte. »Natürlich, Biarritz!« Als sie sich zu ihm setzte, besann sich der Aufenthaltsraum wieder auf sein Plappern, Stammeln, Kichern und Keifen. Was Simone von Konrad Lang zu berichten hatte, beruhigte Elvira nicht. »Den muss man da rausholen, und zwar rasch«, sagte sie, als sie aufgeregt von ihrem Besuch im Sonnengarten zurückkam. »Sonst wird er tatsächlich noch krank.« Auf sie habe er nicht wie ein Alzheimer-Patient gewirkt. Er habe sie sofort erkannt, obwohl er sich erst zweimal getroffen hatten, und sofort auf seinen Witz mit Biarritz angespielt und ihr ausführlich von Biarritz nach dem Krieg erzählt, als ob es erst gestern gewesen wäre. Er sei dort umgeben von völlig dementen Alten, mit denen er kein vernünftiges Wort reden könne. Und das Beste sei, an keinem einzigen Besuch dieser Rosemary Hook könne er sich erinnern. Der Mann ist vielleicht manchmal etwas durcheinander, aber wer ist es nicht? Wenn der dorthin gehört, dann gibt es noch ein paar Dutzend andere, allein in meinem Bekanntenkreis. Der muss da raus, sonst geht er drauf. Elvira hatte sie seit ihrer Hochzeit nicht mehr so enthusiastisch gesehen. Simone war wild entschlossen, Konrad aus dem Heim herauszuholen. Der Ärmste, war Elviras Kommentar. Konntest du mit einem Arzt reden? Ich habe es versucht, aber es gibt,
Aber mir gibt man keine Auskunft, weil ich keine Angehörige bin. Vielleicht solltest du mit dieser Hook Kontakt aufnehmen. Das habe ich vor, aber ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann. Du kannst mit meiner vollen Unterstützung rechnen, versprach ihm Elvira. Als Simone das Stöckli verließ, dachte sie, vielleicht ist sie doch keine kalte alte Frau. Damit begann ein kurzer Kampf um Konrad Langs Befreiung aus dem Alters- und Pflegeheim Sonnengarten. Simone versuchte vergeblich, sich mit Rosemarie Hook zu treffen. Schließlich sagte ihr Damenhauswart, sie sei für eine Weile verreist. Typisch, dachte Simone. Sie fand über die Heimverwaltung den Namen des einweisenden Arztes heraus und erhielt ohne weiteres einen Termin, als sie ihm erklärte, dass es sich um Konrad Lang handele. Der Arzt hieß Dr. Wirth und war nicht unsympathisch. Er empfing sie in seinem Büro in der Klinik und hörte ihr geduldig zu, als sie ihm erklärte, dass nach ihrem Eindruck Konrad Lang nicht in diese Umgebung gehöre und sie das Gefühl habe, wenn er jetzt nicht krank sei, werde es dort bestimmt. Kennen Sie Konrad Lang gut? War seine erste Frage, als sie geendet hatte. Nein, aber die Familie meines Mannes kennt ihn sehr gut. Er ist praktisch mit meinem Schwiegervater aufgewachsen. Teilte er ihren Eindruck? Simone wurde etwas verlegen. Er hat ihn nicht besucht. Er ist sehr beschäftigt. Dr. Wirth nickte verständnisvoll. Das Verhältnis der beiden ist nicht sehr gut. Gewisse Vorkommnisse aus der Vergangenheit. Der Brand auf Korfu. Ja, unter anderem. Ich kenne die genauen Gründe auch nicht. Ich bin neu in der Familie. Sehen Sie, Frau Koch, ich verstehe sehr gut, was Sie empfinden, aber ich kann Ihnen versichern, Ihr Eindruck ist falsch. Wenn Ihnen Herr Lang einen präsenten Eindruck gemacht hat, dann deshalb, weil er mit den Floskeln und Formen seiner Erziehung vieles übertünchen kann und weil Sie ihn vielleicht in einem guten Moment angetroffen haben. Hochs und Tiefs sind typisch für die Krankheit. Aber wir müssen unsere Dispositionen für die Tiefs treffen. Das sehe ich anders. Man sollte sein Leben nach den Hochs ausrichten. Was schlagen Sie also vor? Sie holen ihn dort raus. Und dann? Wer pflegt ihn? Mit Frau Hook ist wohl nicht mehr zu rechnen? Erkundigte sich Simone etwas spitz. Dr. Wirth reagierte gereizt. Frau Hook hat mehr getan für Konrad Lang, als man einer Frau nach so kurzer Bekanntschaft zumuten kann. Ich war es, der sie überredet hat zu diesem Schritt. Ich hoffe, sie genießt ihre wiedergewonnene Freiheit. Frau Hook ist mit einer Erschöpfungsdepression in einer Klinik am Bodensee. Und ich hoffe, sie kommt bald wieder auf die Beine. Wenn jemand seine Verpflichtungen Herr Lang gegenüber vernachlässigt hat, ist es die Familie Koch. Frau Koch. Simone schwieg betreten. Dann sagte sie, etwas weniger selbstbewusst, vielleicht ist es nicht zu spät, einiges wieder gut zu machen. Wie stellen Sie sich das vor? Privatpflege. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Privatwohnung entsprechend einrichtet und privates Pflegepersonal einstellt. 24 Stunden, Frau Koch. Das bedeutet rund um die Uhr. 3 bis 4 ausgebildete Fachleute für die Pflege plus Leute für Therapie, Diätküche, Reinigung, medizinische Betreuung, eine kleine Klinik für einen einzigen Patienten. Ich habe die volle Unterstützung von Frau Senn. Als Simone Koch die Klinik verließ, besaß sie Dr. Wirths Versprechen, sich die Sache zu überlegen und mit den Kollegen und den zuständigen Stellen zu erläutern. Er zweifelte nicht daran, dass die Behörden und die Heimverwaltung das Angebot mit Handkuss entgegennehmen würden. Er war nur nicht sicher, wie Rosemarie darauf reagieren würde. Er würde jedenfalls seinen Teil dazu beitragen, sie zu überzeugen. Simones Plan, das kleine Gästehaus in ein Mini-Pflegeheim umzuwandeln, ging Elvira dann doch etwas zu weit. Sie wollte ihn zwar unter Kontrolle haben, aber so eng nun doch wieder nicht. Glaubst du nicht, eine Privatklinik wäre die vernünftigere Lösung? Er braucht keine Klinik, beharrte Simone. Er braucht nur etwas Betreuung, wenn er eines seiner Tiefs hat.
Ich habe ihn hier gesehen. Er war völlig verwirrt. Da hatte er eben ein Tief. Wenn du Koni hierher bringst, dreht dein Mann durch. Von Thomas ganz zu schweigen. Es muss eine Lösung geben, die uns alle weniger belastet. Manchmal kann man nicht vor seiner Verantwortung davonlaufen. Wir sind nicht für Konrad Lang verantwortlich. Irgendwie gehört er zur Familie. Elvira reagierte gelassen. Was weißt du schon von der Familie? War alles, was sie entgegnete. Kommt nicht in Frage, war Rosemary Hooks Antwort, als sie Felix Wirt am Wochenende von Simon Kochs Besuch erzählte. Sie saßen im Wintergarten der Rehabilitationsklinik am Bodensee, tranken Kaffee und schauten auf den Nebel, der das Seeufer verhängte. Jetzt packt sie das schlechte Gewissen. Jetzt denken sie, sie können mit Geld gut machen, was sie ihm in 60 Jahren angetan haben. Sie wollen ihn zum letzten Mal ausnützen, diesmal zur Beruhigung ihres schlechten Gewissens. Andererseits, gab Felix Wirt zu bedenken, wäre das für ihn die letzte Gelegenheit, wenigstens den Lebensabend in dem Stil zu führen, zu dem er erzogen wurde. Als ich vorschlug, ihn privat zu pflegen, hast du es mir ausgeredet. Wir reden von 400.000 bis 500.000 Franken im Jahr für einen Mann, den du kaum kennst und der sich nicht an dich erinnert. Weißt du, was seine letzten Worte an Thomas Koch waren? Leck mich. Ich finde, wir sollten das respektieren. Der Nebel verfing sich in den kahlen Obstbäumen am Ufer. Ich muss hier weg, Felix. Konrad Lang saß an einem Ort, wo viele Leute waren, als etwas Interessantes passierte. Gene Kelly tanzte aus dem Fernsehapparat. Zuerst tanzte er auf einer Zeitung, die er dabei in zwei Stücke zerriss. Dann tanzte er auf der einen Hälfte, die er wieder in zwei Stücke zerriss. Dann auf der anderen Hälfte, die er wieder in zwei Stücke zerriss. Dann war er plötzlich im Zimmer und tanzte weiter. Konrad Lang sagte zu einer alten Frau, die neben ihm saß und sich mit einem Säugling unterhielt, »Haben Sie gesehen? Jetzt ist er drin.« Aber die Frau redete weiter und dann passierte noch etwas Interessantes. Sie war plötzlich im Fernsehapparat und jetzt sah man, dass der Säugling eine Puppe war und die alte Frau eine Hexe mit spitzem Kinn und spitzer Nase. »Du machst ihm Angst!« Und er schrie, »Achtung, Achtung, Hexe, Hexe!« Da kam ein großer Mann auf ihn zu und sagte, »Halt's Maul, sonst knallt's!« Da wusste er, dass er schleunigst hier raus musste. Er stand auf und ging zum Lift, aber der hatte keinen Knopf. Er ging den Gang hinunter bis zu einer Tür, die zu einer Feuertreppe führte. Sie war verschlossen. Aber der Schlüssel hing daneben in einem kleinen Glaskästchen. Das war auch verschlossen. Aber daneben war ein kleiner Hammer, auch in einem Glaskästchen. Er rammte den Ellenbogen in die Scheibe dieses Kästchens, bis er den Hammer herausnehmen konnte. Er schlug damit das Glas des Schlüsselkästchens ein, nahm den Schlüssel und öffnete die Tür. Hinter sich hörte er das Keifen der Hexe. Er trat auf die oberste Plattform der sechsstöckigen Feuerleiter. Langsam fing er an, hinunterzusteigen. Als er oben die Plattform des fünften Stocks erreicht hatte, hörte er oben Gene Kelly rufen. »Herr Lang!« Ein Trick der Hexe. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, ging er weiter. Auf der Plattform des dritten Stocks sah er sie kommen. Gebirgsfüsiliere in Winteruniform. Sie stiegen langsam die Treppe hoch und dachten, er hätte sie nicht gesehen. Auch über sich hörte er Schritte auf den Blechstufen. Als er hinaufsah, sah er weiße Hosenbeine. Noch mehr Gebirgsinfanterie. Er setzte sich aufs Geländer und wartete. Lebend kriegten die ihn nicht. Schon von weitem sah Rosemary Hook, dass im Sonnengarten etwas nicht in Ordnung war. Auf allen Plattformen der Feuertreppe, die an der Westfassade des sechsstöckigen Gebäudes hinunter zum Erdgeschoss führte,
standen Pfleger, Schwestern und Feuerwehrleute und Polizisten. Außer auf der dritten. Dort saß ein einsamer Mann auf dem Geländer. Vor dem Haus standen Polizeifahrzeuge, Krankenwagen und Feuerwehrautos. Als sie näher kam, erkannte sie am Fuß der Feuertreppe ein 3 Meter hohes, luftgefülltes Sprungkissen. Als sie den Wagen geparkt hatte, wusste sie plötzlich, wer der einsame Mann war. Sie rannte los. An der Absperrung hielt sie ein Polizist auf. »Ich muss hier durch«, keuchte sie. »Sind Sie verwandt?« »Nein, doch, ich bin die Freundin. Lassen Sie mich rauf, ich werde mit ihm reden.« 10 Minuten später, nachdem der diensttuende Arzt der Polizei bestätigt hatte, dass Frau Hug die einzige Angehörige des Patienten sei, ging Rosemary Hug ganz langsam die Treppe hinauf. »Jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt, Konrad«, sagte sie möglichst munter. »Wenn du wüsstest, wie das aussieht von unten, halsbrecherisch, die sind alle ganz aufgeregt, die kennen deinen Humor nicht.« Sie hatte die zweite Plattform erreicht und näherte sich der Treppe zur dritten, vorbei am letzten Vorpfosten der Retter. »Ich komme jetzt drauf, Konrad, und dann gehen wir in der Alp. Darauf brauche ich jetzt einen, du nicht?« Konrad antwortete nicht. Rosemary hatte den Absatz zum letzten Treppenstück vor der dritten Plattform erreicht und ging langsam weiter. »Willst du mir nicht entgegenkommen, Konrad? Ich schaff's nicht mehr. Und wenn man denkt, drinnen hat es einen Lift und kühl ist es auch. Ich komme jetzt, Konrad, okay?« Jetzt konnte sie ihn sehen. Er saß auf dem Geländer mit dem Rücken zum Abgrund und wirkte unbeteiligt. Sie nahm die letzten 2 Stufen und stand auf der Plattform, keine 3 Meter vor ihm. »Uff, hier bin ich. Willst du mich nicht begrüßen?« »So kenne ich dich ja gar nicht. Bleib einfach sitzen.« Ohne ein Zeichen des Erkennens ließ sich Konrad Lang rücklings über das Geländer fallen. Er war der Einzige, der nicht schrie. Konrad Lang fiel weich und verletzte sich erst leicht bei der Balgerei mit den Feuerwehrleuten, die ihn aus dem Luftkissen befreien wollten. 4 Mann mussten ihn festhalten, damit ihm der Arzt ein Sedativum spritzen und ihn die Pfleger in sein Zimmer bringen konnten. Rosemary brauchte auch ein Beruhigungsmittel. Und der Verwalter des Sonnengartens auch. »Das musste ja einmal kommen«, sagte er dem Einsatzkommando. »So eine hirnverbrannte Vorschrift, Notschlüssel für die Feuertür in einer geschlossenen Abteilung. Montiert doch gleich Sprungbretter.« Rosemary Hook blieb an Konrads Bett. Bevor er einschlief, sagte er zu ihr: »Gute Nacht, Schwester.« Als sie am selben Abend Felix Wirth am Telefon von dem Vorfall erzählte, fragte dieser, ob sie immer noch etwas dagegen einzuwenden habe, dass die Kochs sich um Konrads weiteres Schicksal kümmerten. »Soll ich mich einem Mann aufdrängen, der bei der Wahl zwischen mir und dem Sprung aus dem dritten Stock den Sprung wählt?« Simone hatte Konrad seit ihrem ersten Besuch fast jeden Tag besucht. Sie fühlte sich mit ihm auf gewisse Weise verbunden. Die Familie Koch hatte sein Leben bestimmt, obwohl sie ihn nie aufgenommen hatte. Sie hatte ihn für ihre Zwecke ausgenutzt und als sie ihn nicht mehr brauchen konnte, verstoßen. Das eine war ihr bereits passiert, auf das andere konnte sie sich schon langsam vorbereiten. Am Tag nach dem Sprung traf sie ihn vergnügt und aufgeräumt wie schon lange nicht mehr. Kein Hauch einer Erinnerung an den Vortrag trübte seine Laune. »Küss die Hand, gnädige Frau«, sagte er zu der hübschen Unbekannten, deren Besuch offenbar ihm galt. Als er sich über ihre Hand beugte, sah sie, dass er blaue Flecken am Nacken hatte und sein linkes Ohr angerissen war. Als sie die Stationsschwester zur Rede stellte, erzählte ihr diese vom gestrigen Vorfall. Für Simone war klar: Selbstmordversuch. Sie machte mit ihm einen langen Spaziergang in der Hoffnung,
dass er ihr dabei mehr über den Vorfall erzählen würde. Konrad genoss den Spaziergang wie ein Kind. Er wartete im tiefen Laub, setzte sich auf jede Bank am Wegrand und schaute fasziniert einer Gruppe Forstarbeitern zu, die mit einer großen Kettensäge eine gefällte Buche zerteilten. Fragen über den Sprung von der dritten Plattform überging er mit verständnislosem Lächeln. Es dämmerte bereits, als sie am Grand Hotel der Alp vorbeikamen. Konrad ging schnurstracks zum Eingang, nickte den Türstehern zu, wie alten Bekannten, und führte die überraschte Simone direkt an die Bar. »Small World«, sagte er zur Barfrau, die ihn den Mantel abnahmen. Sie nannte ihn Koni und brachte ihm einen Negroni wie immer. Simone bestellte ein Glas Champagner und wusste nun endgültig, dass dieser Mann nicht in ein Pflegeheim gehörte. Gloria von Thurn und Taxis hat dem Fürsten zum 60. einen Geburtstagskuchen mit 60 Penissen aus Marzipan machen lassen. Er war nämlich schwul, aber das war nur Eingeweihten bekannt. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht, kicherte Simone Koch und freute sich, dass er sie duzte. Als der Pianist zu spielen begann, bestellten sie noch eine Runde. Plötzlich stand Konrad auf und ging zu zwei alten Damen in großgeblümten Kostümen, die an einem kleinen Tischchen nahe dem Piano saßen. Er wechselte ein paar Worte mit ihnen und als er zurückkam, hatte er feuchte Augen. »Sind Sie traurig, Herr Lang?«, fragte Simone. »Nein, glücklich«, antwortete er. »Glücklich, dass Tante Sophie und Tante Clara noch leben.« »Ach, und ich dachte, Sie hätten keine Angehörigen.« »Wie kommen Sie denn darauf?«, entgegnete er. Als Simone Elvira Sen von Konrads Selbstmordversuch berichtete, war diese nicht sehr interessiert. Aber als sie fragte, wer Tante Sophie und Tante Clara seien, horchte sie auf. »Hat er von Tante Sophie und Tante Clara erzählt?« »Was heißt erzählt?« »Getroffen hat er sie.« »Die beiden sind seit 60 Jahren tot«, schnaubte Elvira. Als Simone eine Viertelstunde später ging, hatte Elvira ihr versprochen, sich die Sache mit dem Gästehaus noch einmal zu überlegen. Die Heimverwaltung war schnell überzeugt. Für sie bedeutete das einen freien Pflegeplatz. Und sie würde darüber hinaus einen Patienten los, der in letzter Zeit viel Unruhe gestiftet hatte. Am Tag nach seinem Sprung von der Feuertreppe war er von seiner neuen Besucherin angetrunken nach Hause gebracht worden und hatte die kleine Frau Spörri angepöbelt. Die Behörden begrüßten die Privatinitiative der Familie Koch im Hinblick auf den herrschenden Pflegenotstand und die Tatsache, dass sie dadurch auch finanziell entlastet wurden. Konrad Lang war mittellos, ohne Angehörige und ein Mittel der Stadt. Thomas Koch war vor allem überrascht über den Sinneswandel von Elvira. »Ich verstehe dich nicht«, sagte er. »Jetzt, wo du endlich los sein könntest, holst du ihn hierher?« »Er tut mir leid.« »Das kannst du ja auch anders beweisen.« »Ich bin bald 80. Ich muss nichts mehr beweisen.« Thomas war die Vorstellung von der Hinfälligkeit seines gleichaltrigen früheren Spielkameraden, ständig an die Vergänglichkeit des Lebens gemahnt zu werden, unangenehm. »Bring ihn meinetwegen in einer Privatklinik unter, aber doch nicht hier.« »Weißt du, ich vergesse nie, wie du damals gebettelt hast.« »Bitte, Mama, bitte. Darf er bleiben?« »Da war ich ein Kind.« »Er auch.« Thomas Koch schüttelte seinen fleischigen Kopf. »So hast du noch nie geredet.« »Vielleicht schließt sich der Kreis.« Elvira stand von ihrem Sessel auf, als Zeichen dafür, dass sie die Diskussion als beendet betrachtete. »Aber ich kümmere mich nicht um ihn«, sagte Thomas Koch. »Bei Urs braucht es etwas mehr.« »Das darf nicht dein Ernst sein«, lachte er. »Ich weiß, es muss dir etwas exzentrisch vorkommen.« »Exzentrisch ist gut. Warum willst du das tun?« »Vielleicht für seine Mutter, Anna Lang. Sie war mir damals, als es mir schlecht ging, eine gute Freundin.« »Bevor sie mit einem Nazi durchbrannte und ihr Kind sitzen ließ.« Elvira hob die Schultern. »Soll jetzt auch noch ich das Kind sitzen lassen?
Koni ist kein Kind. Er ist ein aufdringlicher alter Mann, der uns sein Lebzeug auf der Haube gesessen hat und jetzt so gaga geworden ist, dass man ihn einliefern musste. Durfte. Er war nicht immer ein aufdringlicher alter Mann. Er war auch ein guter Spielkamerad und treuer Freund von deinem Vater. Dafür wurde er wohl reichlich entschädigt, sein ganzes Leben keinen Finger gerührt. Elvira schwieg und hakte nach. Ich bitte dich, mach diese Dummheit nicht. Dafür ist der Staat zuständig. Von dem, was wir allein privat an Steuern bezahlen, könnte man Dutzende von Konis pflegen. Diese Pflegeheime sind gut. So gut, dass sich die Patienten der geschlossenen Abteilung von der Feuertreppe stürzen können? Das Einzige, was ich denen vorwerfe, ist, dass sie ein Sprungkissen darunter gelegt haben. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich dafür bin. Simone braucht eine Aufgabe. Ach ja? Schau sie dir doch an, aber das tust du wohl nicht. Simone hat sich die Ehe anders vorgestellt. Deswegen braucht sie nicht gleich Mutter Teresa zu spielen. Seit sie sich um Koni kümmert, geht es ihr besser. Etwas anzüglich fügte Elvira hinzu. Vielleicht spricht er ihre Muttergefühle an. Urs wollte etwas einwenden, überlegte es sich aber anders und stand abrupt auf. Du bist wohl nicht davon abzubringen. Ich denke nicht.